Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Mario Party mit dem Markus. Hallo YouTube. Mit einer kleinen Runde, nur 13 Leute bei Mario Party. Das heißt, unsere Siegchance hat sich direkt mal verdoppelt, fast. Und ich werfe eine 5. 6. Ey, das ist doch von uns beiden ein schöner Anfang, würde ich mal sagen. Glück aufgebraucht, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt müssen nur noch die richtigen Spiele kommen und dann noch 3-4 Leute leaven, weil sie eh sehen, wir haben keine Chance gegen uns. Und dann haben wir die Chance aufs Podest. Und wenn alle Leute draußen sind, dann haben wir auch die Chance auf den Sieg. Denn ihr wisst ja, wir sind nun mal nicht die besten Spieler, aber wir haben Spaß an dem, was wir tun. Außer wir verlieren dann rasten wir aus. Ich heiße Marvin, ja, das ist schön. Mini-Survival Games, das fand ich bis jetzt gar nicht so schlecht. Und eine Kiste. Ich habe ein Schwert. Und eine Hose. Ich auch. Und ein Steak. Plötzlich in allen Kisten war das gleiche. Ich habe ein Holzschwert. Jetzt gerade hatte ich ein Steinschwert. Toll, mehr finde ich nicht. Wow. Die ist schon leer. Mäh. Da ist noch eine. Aber die könnte auch schon leer sein. Toll, in das Haus kommen wir nicht. Ich werde sowas von verkacken. Ich habe einen Bogen, aber keinen Pfeil. Oh, fuck. Ah, oh, leer. Ich habe hier gerade jemanden gehört. Deswegen traue ich mich nicht, die Kiste neu zu plündern. Ah Gott, der hat eine Goldrüstung, der Typ. Ich hab ihn. Wunderbar. Wie läuft's bei dir? Ich habe hier noch keinen gesehen. Ich sehe auch hier nicht. Das ist halt, wenn so kleine Runden, da sieht man nicht so viele. Hab ein Ney. Alle Kisten sind leer. Oh, da ist der erste Platz. Ich hab Angst. Was hat der denn alle? Ich werde sterben. Nein, ich hab ihn! Wow. Den, der 3 Kills hatte, hab ich. Aber wo sind die anderen? In den Kisten ist ja gar nichts mehr hier. Warum sollte auch noch was drin sein? Die droppen auch nichts, wenn die sterben, ne? Nee, ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ich dachte, ich hätte gerade einen Schriftzug gesehen. 15 Sekunden, komm, wo sind die denn? Die verstecken sich. Oh. Ich suche auch. Boah, der leckt. Der leckt ohne Ende. Okay, ich sterbe. Ich bin tot. Scheiße, so kurz vor Ende. Herzlichen Glückwunsch, du bist Zweiter. Danke. Ich hätte einfach wegrennen sollen am Ende, dann wäre ich auch noch Platz 2 oder 3 gewesen. Aber ich dachte, ich krieg den, aber der hat geleckt ohne Ende, aber der hat richtig, richtig krass geleckt. Eine 6, immerhin. Und? Alter, spring mich im Gesicht rum. Und eine 5, wow. Krass, was ist bei dir los? Keine Ahnung, ich hab Angst. 6. Du könntest auf Platz 1 sein, wenn der andere schlechte Würfel hatte. Dann mach ich einen Screenshot. Du bist auf Platz 1. Oh mein Gott. 3 Felder vor. Ich bin auf Platz 4. Oh, ist auch noch okay. Ich darf mir keine Hoffnungen machen. Das ich hab jetzt mein. Oh, das Spiel ist okay. Nur ich hab. Okay, das war's mit Platz 1. Ich hab am Anfang halt extrem viel. Was wollte ich sagen? Ach, egal. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade nervös, weil du so gut bist. Das ändert sich jetzt. Du weißt doch, wie ich hier drin. Alle haben überlebt. Mano, alle haben überlebt. Auch das werden, glaube ich, alle überleben. Oh Mano. Auch das werden alle überleben. Nein! Markus ist ausgeschieden. Ich bin mir immer noch sicher, dass ich auf dem richtigen Stand. Ach man, das ist jetzt aber echt blöd für dich. Tja, passiert. Jetzt kommt eins, wo ich es nicht schaffen kann. Bring! Hast du es? Ja, ja. Sehr schön. Los! Wunderbar! Naja. Wenn du das jetzt schaffst, dann bleibst du irgendwo. Yes! Top 3 schon mal. Nee, es leben noch. Nach einer noch. Bleib stehen, 4. Bleib stehen! Boah. Es leben immer noch 4. Wie dumm. Na, yes! Sehr geil, du bist Dritter. Du bist Zweiter. Bleib stehen. Ja, wunderbar. Boah, läuft. Glückwunsch.
Da hatte ich jetzt aber auch Glück, die Sachen sind genau bei mir gespawnt. Ja, sehr schön. Ah, jetzt haben wir beide schon mal eine 3. Na. Ich kann nicht klicken. 4. Du, Gott sei Dank, würfelst du dir trotzdem automatisch. Und eine 5. Und ist eine 8. Ist okay. Jo. Also unsere Würfe, die machen mir etwas Angst. Aber vielleicht sollten wir immer um die Uhrzeit spielen. Da sind nicht ganz so viele Leute, da haben wir ein bisschen mehrere Chancen. Das ist traurig, Lars, das ist traurig. Ja, wir sind nun mal nicht die Besten, aber wir haben wenigstens Spaß. Du bist auf Platz 2, ich bin auf Platz 3. Der Content-MVP, der hat halt jetzt einmal 1 und einmal 2 gewonnen. Bogen, oh Gott. Steve. Oh nein. Da wird der gewinnen und wir verlieren. Schade, dass der eine Gute dabei ist. Boah, es leckt bei mir. Ja, bei mir auch. Boah, aber heftig teilweise. Ich finde das immer sehr tricky hier. Du kannst nicht stehen bleiben, aber du musst schießen, um irgendwas zu erreichen. Ja. Weil es bringt ja nichts, wenn du überlebst. Ach scheiße, ich bin tot. Du musst gewinnen, du musst überleben, sonst zählt das nichts. Das sind so brutale Lags bei mir. Alter, mega brutale Lags. Kann jetzt mal jemand diesen Content bitte schießen? Jürgen würde sagen, oh, die Leute sind teilweise so schlecht, die bei diesem Content MVP sind. Ach Gott. Schieß doch bitte diesen Content MVP, das ist der Einzige, der uns gefährlich werden kann. Ich kann nicht, ich habe einen Frame pro 5 Sekunden. Komm, schieß den Content. Oh nein, ja, der gewinnt. Wo ist denn? Ist hinter mir jemand? Ja. Boom. Schieß ihn bitte runter. Ich bin schon tot. Nicht du. Ich meine den Mario, der hier noch lebt. Komm, bitte. Alle gegen Content. Der hängt. Der leckt auch extrem. Das ist richtig scheiße. Das war auch der, gegen den ich gerade in Survival Games verloren habe, weil der einfach extrem leckt. Ich mag das Spiel nicht, das dauert immer so lange und ich steige immer so früh dabei schon raus. Mein Gott, das hat echt lange. Ja, 90 Sekunden oder sowas. Ich glaube, die Map laggt einfach bei dir, weil die quasi so ins Unendliche geht. Mag sein. Ich schreibe dem Content mal, dass er ein bisschen leckt. Gib's ihm. Das wird ihm das lehren. Das Fürchten lehren. Soll es ja gar nicht. Es soll ihm nur klar machen, warum er gewinnt. Eins. Yes, mein Pech ist vorbei. Mein Glück ist vorbei. Ja. Willkommen zurück. Und ich habe ihn schon vermisst. Er hat jetzt gewonnen. Jetzt, wir wissen, wir werden nicht mehr Erster. Also die Wahrscheinlichkeit ist gegen null. Aber das ist wie bei der Bundesliga. Wir probieren nur Zweiter zu werden, Lars. Das wäre eine Möglichkeit. Wir konzentrieren uns bei der Tabelle erstmal wieder nur noch auf Platz 2. Das ist. Oh, wir sind nur noch weit hinten. Wir sind Vierter und Fünfter. Mhm. Was spielen wir? Die Frage, das Wolkenquiz. Okay. Gut, habe ich letztens relativ gut gespielt. Ja, wenn das Minecraft-Runs sind, verkacke ich wieder. Welcher war das? Ist der von keine Google? Ahnung, das ist falsch, was ich gedrückt habe. Ich habe die Frage nicht richtig sehen können, weil da irgendeine Meldung zwischen war. Das ich auch. Ich bin falsch. Ich bin auf jeden Fall falsch. Sehr schön, du hast es richtig. Ja, wahrscheinlich die einzige. Wie viele Schaden macht ein Schneeball beim Enderdrachen? Alter, ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube 2. Also zwei Antwort 2. Gar zwei. Keine. Okay. Oh, kann sein. Ich bin schon mal tot. Ja, und adios. Das war's mit weiter. Ich finde das halt, die Fragen sind so groß, man kann die unten links lesen. Wie heißt Vater von Harry Potter? Ja, habe ich jetzt auch gemerkt, unten links lesen. Keine Ahnung. Sirius Black. Ja, hier bin ich gesprungen, weil das der einzige Name war, der mir bekannt vorkam. Dieser Content-MVP hat einfach bis jetzt jede Frage wieder richtig. Das ist so krank. Hex. Wie, was kann ich Minecraft natürlich spawnen? Alter, warum sind die Minecraft tragen? Ich will mal fragen, die wirklich wichtig im Leben sind. Ach, scheiße. Ja, und Content hat also ein pinkes Schaf. Ja, der weiß einfach alles. Das ist ein Genie. Die Frage verantworte ich jedes Mal falsch. Bestimmt eine Katze. So viele Minecraft-Fragen hatten wir noch nie. Ja,
Adios, ich bemühe mich gar nicht mehr. Wir müssen uns mal merken. Mann, schade. Keine Ahnung. Bestimmt 3. Nein, ich war schon richtig. Cave Game. Okay. Cave. Wir müssen uns die Namen, die Antworten echt merken. Die Fragen sind wirklich immer die gleichen. Ich glaube, gleich sind wir nur noch 5 Spieler weniger, weil alle gehen wegen dem überkrassen Typen. Ich habe nur eine 2 gewürfelt. Klicken, 2, wow. Der hackt hier doch alles zusammen. Der manipuliert uns. Ach nein. Der hat gesehen, dass wir so gut sind, dann hat es seine Hacks angemacht. Nee, seine Lecks reichen ja schon. Er hätte Survival Games nicht gewonnen, wenn er nicht geleckt hätte. Bin ich fest von überzeugt. Aber nun gut. Es ist nun mal so. Und? Ach Gott, der, wow. Wetten wir, der schafft es im ersten Versuch. Ja. Ich habe letztens ein Video gesehen, da ist hier einer schon bevor die Minen gespawnt sind, durchgelaufen. Wie das? War man sich nicht sicher, ob es ein Hack war oder ein Bug. Okay. Einfach durchrennen, das wäre geil. Wow. Geil, du explodiert. Ach scheiße, da lag eine Mine, die habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre nur ein Stück. Ach scheiße. Man spielt einfach einen Meter daneben und deswegen spielt hier trotzdem. Ja, das nervt mich halt auch ein bisschen an dem Spiel. Die Hitboxen sind halt nicht perfekt. Nicht so wie bei einem modernen Spiel. Oh Gott. Ich glaube, ich werde es wieder nicht schaffen. Oh, es hat jemand anders gewonnen. Ja, ich bin schon wieder draufgetreten, ist klar. Hallo Lars, tschüss Lars. Zack. Verdammt, Alter. Jetzt reiße ich gar komplett hier aus. Ich habe Angst, mich zu bewegen. Ach scheiße. Aber es war noch relativ weit. Ich bin letzter. Da gibt es keinen letzter. Ja, doch, für mich schon. Und eine 2. Ja, wir hatten am Anfang zu viel Glück. Ich kann nicht mal direkt würfeln. Mein Internet ist kaputt. Dein Internet ist kaputt. Das sagt meine Oma auch mal. Mein Enkel, kannst du mal kommen? Mein Internet ist wieder kaputt. Na los, hopp. Wo bin ich denn? Platz 6 und du bist Platz 4. Du kannst Platz 3 noch erreichen. Heiße Kartoffel, ey. Das Spiel, das ich nicht verstehe. Ja, ich finde halt auch, man erkennt nicht so richtig gut, ob man eine heiße Kartoffel hat oder nicht. Muss man rennen? Kann man ja verstehen bleiben. Ich habe, glaube ich, eine. Toll, ich habe eine. Ich bin ausgeschieden. Ich verstehe es nicht. Wie gibt man die denn weiter? Ich bin. Hab geklickt und so weiter, aber. Ich habe gerade mit links eine weitergegeben. Ich dachte halt, das geht, aber es ging nicht bei mir. Ich sterbe. Ja. Es ging bei mir halt wieder nicht, aber du bist immer ein Dritter. Ich bin Dritter? Ja. Oh, okay. Überraschend, aber von mir aus. Ich finde, das Spiel ist irgendwie ein bisschen verbuggt oder nervig. Also das finde ich ist 1. Unnötig. 2. Woo! Wir haben echt in den ersten 2 Runden oder so haben wir unser komplettes Glück für dieses Spiel aufgebaut. 4 insgesamt. Ja, hab ich ja gesagt. Es ist schon wieder so spät. Wir müssen andere Zeiten suchen zum Aufnehmen. Ich finde, die Zeit ist gut. Wir sind nicht so viele Leute, wie gesagt. Content ist nicht mehr Erster, cool. Der Meister ist Erster. Du bist immer noch Vierter. Mhm. Und ich bin Achter. One the Chamber. Ach so, das mit dem Bogen. Ja. Da wird wieder lustig mit dem einen längenden Typen. Hier hatte ich immer nur Glück, wenn es viele Leute waren, weil ich dann mich von hinten irgendwie so anschleichen konnte. Und die standen ruhig und dann habe ich sie mit dem Bogen getroffen. Ja, kannst du mal sehen. Was anderes kann ich nicht.
Ich bin tot. Ich meine, man respawnt, aber. Hier ist gar keiner bei mir. Na, ich bin schon wieder tot. Keiner ist halt 2 Meter geflogen, ey. Ja, und ich treffe sie halt nicht. 10 Meter daneben. Geil, meine Pfeile fliegen nicht. Also bei mir ist heute irgendwas richtig Schrott. Vielleicht ist deine Maus auch kaputt. Das wäre so eine Erklärung, die ich auch noch hätte. Nö, es reagiert alles perfekt. Wenn ich so klicke. Nö, das fliegt nicht. Ich zieh komplett durch. Und dann fällt dir direkt vor meinen Augen runter. Ich habe mich gerade gegenseitig mit einem gekillt. Ich habe aber erst 2. Also ich finde, das klingt nach Internetproblem. Ja. Nach Mausprobleme. Weil der Bogen zieht da komplett durch, wenn ich die Maus drücke. Dann lasse ich los und blink. Ist er komplett durchgestreckt. Das ergibt gar keinen Sinn irgendwie. Weiß nicht, und nochmal. Und ja. Das fliegt auch richtig stramm und dann fällt er runter. Sehr. Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist sehr, sehr kurios hier bei mir. 11 Kills, Alter. Falter, ich hatte 3 oder 2. Und es sind auch nur noch 9 Spieler da, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, gegen diese überkrassen Leute zu spielen. Ich habe nur 5. 4. Wie weit? Ich hasse das, dass man nicht schon vor, nach dem Würfeln direkt sehen kann, da unten im Inventar, wie weit es noch ist. Los. Zack. Der erste braucht noch 0 Felder bis zum Ziel. Er ist schon im Ziel. Das ging schnell, du bist auf Platz 3. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bisschen unerwartet, aber ich freue mich. Hättest du nicht deine Probleme, wer weiß, wie hoch hinaus es ja danach gegangen wäre. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.